So, da läuft die Aufnahme ebenfalls. Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen. Wo muss ich da reingucken? Da. Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Tommy Hawk TV. Ich bin Tommy und ich begrüße euch hier zu einem kleinen Update. Hier aus meinem kleinen und bescheidenen Laden, aka Lager, aka Showroom, wie man immer das nennen möchte. Immer noch nicht zu 100% fertig, weil ja, der Alltag, der holt einen immer wieder ein. Das heißt, die letzten Kleinigkeiten, die ziehen sich so ein bisschen. Plus, ich bin tatsächlich mit dem zweiten Raum, also das, was ihr hier seht, da bin ich schon relativ zufrieden mit. Aber der zweite Raum, da ist noch ein bisschen zu tun und deswegen habe ich da jetzt auch noch keine Roomtour oder irgendwas gemacht. Sobald das dann soweit ist, wird es das auch geben. Aber im heutigen Video will ich euch mal ein kleines Update geben darüber, wie das aktuell so mit den Reisen läuft. Denn da ist aktuell richtig, richtig viel geplant. Einfach weil ja, ich da halt auch vom Konzept her so ein bisschen was geändert habe aufgrund der Erfahrungen der letzten Reisen, der letzten Monate, der letzten Jahre, was wir da halt eben so gesammelt haben, habe ich dann halt eben gedacht, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Hatte ich ja auch schon ein, zwei Mal angekündigt, dass wir da ein paar Änderungen machen möchten. Und deswegen wird es hier so einen kleinen Laber-Stream geben, Laber-Video, Podcast-mäßig, könnt ihr euch gerne anhören. Und da so ein bisschen meine Gedanken zu den Reisen zuhören. Das mache ich auch häufig im Podcast. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, checkt unten mal die Beschreibung. Journey heißt der und da quatsche ich dann halt auch immer wieder über USA-Reisen. Einerseits die, die ich schon gemacht habe, andererseits die, die jetzt noch anstehen. Und da wird nächstes Jahr tatsächlich richtig, richtig krass. Jetzt aktuell steht ja erst San Francisco vor der Tür. Das heißt, wir werden jetzt in gut einem Monat nach San Francisco fliegen und da habe ich halt schon richtig Bock drauf, weil ich das halt eben noch nie mit einer Gruppe gemacht habe. Daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. 26.09. bis 1.10. ist eine relativ kurze Reise, einfach weil San Francisco an sich jetzt gar nicht so viel Zeit bedarf und auf der anderen Seite halt auch, weil wir da eben den ja, den Preis so niedrig wie möglich erhalten wollten, um halt eben Leuten zu ermöglichen, überhaupt mal San Francisco zu sehen. Und dafür braucht man jetzt halt nicht unbedingt 2 Wochen. Andererseits könnte man sagen, ja gut, das könnte man halt mit irgendwas verbinden. Aber ja, das wird halt erstens den Preis hochpushen und zweitens bei unseren Reisen müssen wir dann halt eben auch mal gucken, so mit Transfers, wie einfach das ist. San Francisco würde sich tatsächlich empfehlen, das zum Beispiel mit Sacramento zu verbinden. Ich bin jetzt gerade abgelenkt, weil ich eine Benachrichtigung bekommen habe, dass jemand im Shop was gekauft hat. Vielen Dank dafür. Aber jetzt in dem Fall hat das jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Und in San Francisco selber machen wir halt eben das typische Sightseeing-Programm. Das heißt, wir werden uns da alles angucken von der Golden Gate Bridge, Alcatraz, Fisherman's Wharf und so weiter und so fort. Aber dann halt auch ein Footballspiel. Die 49ers spielen gegen die Patriots, das werden wir uns angucken, und die Giants spielen ebenfalls ein Baseballspiel, richtig nice, da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf und da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen videomäßig was zu machen und das werdet ihr dann halt hier in Zukunft dann auch sehen, hoffentlich ein bisschen früher, als das jetzt mit New York der Fall war. Das war schon sehr, sehr extrem, dass das halt eben so lange gedauert hat, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dadurch, dass es jetzt für mich auch was Neues ist, bin ich bei sowas dann halt auch immer ein bisschen motivierter, das halt auch mal dazwischen zu schieben, auch wenn der Alltag einen hier so ein bisschen einholt. Und wenn wir dann halt damit durch sind, dann steht New York an, New York im November, Dezember. Das wird halt auch richtig nice, weil wir New York eben, als wir das angekündigt haben, noch ohne Spiele angekündigt haben. Dann hat sich herausgestellt, yo, die Jets spielen, die werden wir auf jeden Fall dort sehen. Dann hat sich noch herausgestellt, Eishockey wird es auch geben, das heißt die Rangers und die Devils können wir sehen. Und jetzt hat sich halt eben herausgestellt, wir sehen auch noch die Knicks und die Nets, sogar ein NBA Cup Spiel. Da bin ich richtig heiß drauf, das mal zu sehen mit so einem eigenen Court, eigenem Feeling und so, Pokalatmosphäre so ein bisschen. Daher bin ich da sehr, sehr, sehr hyped drauf und freue mich darauf, dann halt wieder New York zu sehen. Und auch hier in dem Fall wird es dann von den Videos her so sein, dass ich euch da mitnehmen werde zu den Sachen, die ich halt so auf YouTube noch nicht gezeigt habe. Wie gesagt, jetzt irgendwie das 100. Mal. Das Gleiche werde ich dann nicht machen, sondern ich werde eine neue Aussichtsplattform machen, die ich hier auf YouTube noch nicht gezeigt habe. Neue Plätze, neue Burger, neues Essen und so weiter und so fort euch dann zeigen. Und ja, da freue ich mich auch tierisch drauf. Und dann geht es los mit dem nächsten Jahr. Und die erste Reise, die wir angekündigt haben, ist im März. Die ist jetzt, bis auf einen Platz ist die schon voll. Kann sein, dass wenn das Video rauskommt, dass der letzte Platz dann auch weg ist, denn die ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell weggegangen.
Und das hat uns einerseits überrascht, aber andererseits natürlich sehr, sehr gefreut, dass das gut ankommt. Da geht es halt eben nach Los Angeles mit insgesamt 7 NBA-Spielen und das ist natürlich wieder richtiger Kracher. Da haben wir extra geguckt, welche Stretches es gibt, wo wir möglichst viel sehen können, aber halt nicht nur viel, sondern halt auch gute Spiele. Und da haben wir, wie ich finde, einen perfekten Mix aus beidem gefunden, dass wir das dann halt eben anbieten. Und jetzt parallel läuft halt auch noch die Planung für 2 weitere Reisen. Die eine, die ist heute online gegangen von den Infos her und geht dann halt eben ab Freitag dann in den Verkauf sozusagen. Und das ist halt Orlando und Miami. Und das werde nicht ich machen, das wird der Julius alleine machen. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, vom 2.4. bis zum 10.4. Geht es dann nach Florida. Sehr, sehr nice. Heat gegen Grizzlies, Heat gegen Bucks und Heat gegen 76ers. Und dann geht's nach Orlando, wo die Magic dann gegen die Hawks und vor allem gegen die Champions, gegen die Boston Celtics spielen. Das wird halt auch eine richtig, richtig geile Geschichte. Die Julius da eben begleitet. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Auf der einen Seite habe ich gesagt, ja, Miami muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Aber auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ich dann Miami sehe oder auch in Miami bin, es ist halt schon sehr, sehr, sehr geil. Und deswegen da halt eben die Wagner-Brüder jetzt noch mit Tristan da Silva zu sehen. Das ist schon ein echtes Highlight, vor allem dann mit NBA-Champion, mit den Bucks dann halt auch noch mit dabei und so. Das ist richtig geil. Plus halt eben die Touren in Miami, Wynwood mit, wie heißt das andere, Little Havana und dann noch Key West und Bootsfahrten und so weiter und so fort. Also das ist halt richtig, richtig nice, dass du halt eben in Miami einerseits den Strand hast, wo du sehr gut entspannen kannst und auf der anderen Seite dann trotzdem noch ein bisschen was tun kannst und ja, das wird es dann auf jeden Fall in Miami und Orlando geben. In Orlando gibt es nochmal einen extra freien Tag, das heißt, falls ihr da irgendwie einen Freizeitpark wollt, Disneyland oder irgendwie sowas in die Richtung, kann man das dann halt auf jeden Fall dort einrichten, haben wir extra dafür eingeplant. Also schaut euch das an, falls euch das interessiert. Und die Reise, die ich dann halt noch begleiten werde, das ist halt hier Chicago. Das wollten wir ja unbedingt machen. Und da haben wir halt eben geguckt, okay, ob wir wirklich eine große Reise dann halt eben draus machen mit 20 Leuten. Wenn wir dann halt wirklich eine lange Zeit, einen langen Zeitraum finden mit extra vielen Spielen und so, dann hätten wir eine große Reise draus gemacht. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, da eine kleine Reise zu machen, dass ich das halt eben mache, weil ich, wie gesagt, riesen Chicago-Fan bin. Und das ist halt etwas, das ist halt für mich wirklich ein Traum. 2006, meine erste USA-Reise, mein erster Flug überhaupt ging nach Chicago. Mein erstes NBA-Spiel war die Chicago Bulls gegen die Boston Celtics. Und das war für mich halt ein Kindheitstraum, da auf dem Court dann halt eben das Basketballspiel zu sehen, ja, den ich so halt im Fernsehen gesehen habe. Ich habe hier vor mir mein Poster von den Chicago Bulls 1997, 98. Und da ist es dann so, dass damals, also ich kann mich da noch super dran erinnern, wie das dann halt war, da das erste Mal Basketball NBA live zu sehen, die Einlaufmusik von den Chicago Bulls und so. Das war halt Gänsehaut-Feeling pur und das will ich halt unbedingt auch anderen ermöglichen, dass sie halt eben das quasi dann halt auch selber erleben. Und deswegen werden wir da halt eben die Chicago-Reise auf jeden Fall machen. Und die haben wir jetzt in Kombination mit Milwaukee verbunden. Einfach weil wir dort die Möglichkeit haben, dann eben mehr Spiele zu sehen, als das dann halt eben nur in Chicago der Fall war. Und da hatte ich jetzt auf Instagram 2 Reisezeiträume zur Wahl gestellt. Und eins davon hat dann halt eben die Mehrheit von euch auch begeistert. Ich hatte parallel schon das andere angefragt. Also da gab es dann halt eben Probleme. Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, wenn man dann halt eben so Flüge anfragt. Dann kriegt man halt irgendwie so einen Vertrag zugeschickt. Bei uns sind das ja immer Gruppenverträge. Und dann waren da halt so widersprüchliche Vertragsbedingungen drin. Und da muss ich halt sagen, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das halt eben nicht komplett alleine mache, sondern dass ich da meinen Kumpel Mitch vom Reisebüro mit dabei habe, der sich da halt eben darum kümmert. Der dann halt gleich gesagt hat, Moment mal, das ist hier widersprüchlich, wie ist denn das und so. Und das zog sich dann hin und her, bis wir dann halt eben gesagt haben, nee, also mit denen wollen wir ungerne zusammenarbeiten. Und das sind halt auch so Sachen, die kriegt ihr dann halt nicht so mit. Das sind halt so ein bisschen die Schattenseiten. Das ist halt auch das, was es dann so ein bisschen schwerer macht, als, keine Ahnung, für sich alleine oder für 2 Leute gerade mal eben so einen Flug zu buchen. Und deswegen sind wir jetzt halt umgestiegen auf den zweiten Zeitraum. Also nicht nur deswegen, sondern halt eben auch, weil das Feedback von euch kam, dass euch der zweite Zeitraum besser gefällt. Und werden jetzt da halt eben die Reise fix machen vom 6.2. bis zum 13.2.
Am 6. geht's hin nach Chicago. Dann sehen wir ein Eishockeyspiel im United Center. Chicago Bulls gegen die Nashville Predators. Dann geht's zu den Bulls gegen die Golden State Warriors. Also Steph Curry live sehen. Gibt sicherlich auch Schlimmeres. Bei Steph Curry das gleiche Thema, so ein bisschen wie bei LeBron. Wie viele Möglichkeiten kriegt man noch, als Steph Curry so in seiner Prime zu sehen oder überhaupt zu sehen? Und das auf jeden Fall dann halt richtig nice, dann bei den Bulls. Und danach waren wir für 2 Tage nach Milwaukee und haben da halt unser Hotel direkt an der Arena dran, was halt ziemlich nice ist, weil wir dann halt eben Milwaukee Bucks gegen die 76ers sehen und dann am nächsten Tag Milwaukee Bucks gegen die Golden State Warriors, wenn die halt dann in der Gegend da sind, haben die gleich 2 Spiele, das heißt 2-mal Steph Curry, 2-mal Giannis Antetokounmpo. Und ja, natürlich werden wir uns dann halt Milwaukee Downtown halt auch so ein bisschen angucken, ein bisschen Sightseeing da vor Ort machen. Und dann halt auch wieder zurück nach Chicago, denn in Chicago erwarten uns dann nochmal 2 weitere Spiele von den Chicago Bulls. Das sind Back-to-Back-Spiele gegen die Detroit Pistons. Und da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, Pistons jetzt nicht so geil. Der Vorteil daran ist halt einfach, dass die Tickets halt super günstig sind. Die sind halt, also jetzt von der Größenordnung her, die Pistons-Tickets bei den Bulls gehen ab 40 Euro los. Gegen die Warriors kostet es 180 Euro. Also das ist tatsächlich so der Unterschied für die gleichen Plätze. So, und wenn ich dann halt überlege, okay, gegen die Pistons muss ich jetzt nicht unbedingt ganz oben sitzen, das mache ich bei den Warriors vielleicht, weil mir das sonst zu teuer wird. Ja, und bei den Pistons, dann gehe ich dann halt mal hoch auf 100, 150, 200 Euro und schon kann ich dann halt relativ weit vorne sitzen. Also ich meine, dass der 100er Bereich vorne schon irgendwie bei 150 oder so losgeht, also für das, was man halt eben gegen die Warriors ganz oben zahlt. Das heißt, da werde ich mir auf jeden Fall auch ein Ticket gönnen, wo ich ein bisschen weiter vorne sitze. Und das letzte Spiel nimmt man dann halt vielleicht so mit, dass man dann halt eben sagt, gut, für die 40 Euro nimmt man die Experience halt einfach mit, dann noch ein Bulls-Spiel mitzunehmen. Und dann hat man halt insgesamt 3 Bulls-Spiele, 2 Milwaukee-Bucks-Spiele plus dann halt eben noch das Eishockeyspiel als Bonus, was mich persönlich natürlich sehr, sehr freut, dass halt auch ein Eishockeyspiel mit dabei ist. Ich bin ein großer Fan von NHL-Spielen live. Am Fernseher gar nicht so. Ich verfolge die Liga inzwischen auch so gut wie gar nicht mehr. Aber live die Spiele zu sehen, ist halt jedes Mal wirklich ein Ereignis und da freue ich mich drauf, dass das da eben mit dabei ist. Die Tickets gehen, glaube ich, bei 80 Euro los bei den Blackhawks, auch nicht günstig, aber jetzt halt auch nicht so übermäßig teuer, wie das vielleicht bei den Bulls gegen die Warriors ist. Und für den Vergleich Milwaukee gegen 76ers, also die Big Three, die neue Big Three mit Paul George, mit Embiid und mit Maxi. Da geht es bei 80 Euro los und gegen die Warriors 120. Also ja, wenn man da halt irgendwie im Schnitt so mit einem 100er pro Ticket dann rechnet, dann ist man da ganz gut dabei. Das heißt, dann hast du halt irgendwie bei 6 Spielen insgesamt 600 Euro, die du halt eben noch für Tickets dann eben extra ausgibst und kannst das dann halt dementsprechend so mit reinrechnen. Preislich werden wir wahrscheinlich so um die 2,5 liegen. Die letzten Details müssen wir halt eben noch klären, was halt eben Transfer noch genau kostet und Hotels haben wir auf jeden Fall welche rausgesucht, die ziemlich nice sind, also Zweierbelegung von Zimmern. In Chicago ist es halt direkt am Loop, also sehr, sehr zentral, was alles, was Essen anbetrifft, alles, was Sightseeing anbetrifft, was man in Chicago so sehen muss, kann man in Chicago halt sowieso sehr, sehr gut machen, weil die halt ein sehr, sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz haben. Und auf der anderen Seite kann man dann halt den Park, den Millennium Park mit der Bienen und so, und alles weitere dann halt auch fußläufig dann eben von unserem Hotel erreichen, was da ziemlich nice ist. Zur Arena, zu den Spielen kann man halt problemlos da mit der Subway. Also nach New York ist Chicago halt schon die Stadt, wo ich sagen würde, die ist dann halt eben auf Platz 2, was eben die Subway-Infrastruktur anbetrifft in den USA. Und dementsprechend, ja, freue ich mich da sehr drauf, da diese Reise anbieten zu können. Wir werden da wahrscheinlich nächste Woche rausgehen mit, wenn wir wirklich die Details haben. Aber ich wollte hier auf jeden Fall schon mal kurz drüber sprechen, dass ihr da Bescheid wisst. Falls ihr da Interesse dran habt, dass ihr eben euren Urlaub schon mal planen könnt. Denn das ist halt auch etwas, worüber ich jetzt so sprechen möchte. Denn das ist halt das Feedback, was ich von ganz, ganz vielen bekommen habe. Dass die Reisen, die wir halt eben so im Herbst machen, also besonders die, die dann halt so sich mit Football beschäftigen, die halt schwer zu organisieren sind, beziehungsweise schwer zu machen sind für euch, weil ihr halt teilweise schon im November den Jahresurlaub abgeben müsst und wenn man dann halt eben nicht tauschen kann, dann wird es schwierig und deswegen versuchen wir halt in diesem Jahr möglichst viel halt auch schon im Vorfeld zu machen, dass wir die Reisen so früh wie möglich anbieten. Und da werden wir definitiv dieses Jahr auch ein bisschen was neu machen. Einerseits die WrestleMania-Reise, wo mich einige schon geschrieben haben, ob die jetzt
gestorben ist oder was da jetzt los mit ist, aber nee, das dauert halt einfach nur deswegen so lange, weil die WWE bisher noch nicht rausgerückt hat, was die Tickets kosten, und solange wir das nicht wissen, können wir da halt eben keine direkten Auskünfte zu geben, aber wir werden auf jeden Fall zu 100% die WrestleMania-Reise auch machen. Die wird mit einem befreundeten YouTuber dann halt eben stattfinden, der im Bereich Wrestling unterwegs ist. Und da werden wir auf jeden Fall eine richtig geile Zeit haben in Las Vegas. Das heißt, um Ostern rum, wenn ihr euch für Wrestling interessiert, wenn ihr mal SmackDown, Raw, WrestleMania, NXT sehen wollt und dann halt garniert noch von Las Vegas, dann haltet euch da den Terminkalender frei. Da wird es auf jeden Fall was geben zu WrestleMania, wo ich dann halt eben mit dabei sein werde. Und dann wollen wir eventuell halt auch noch im Sommer eine Reise machen, denn ich hatte auch das Feedback bekommen von einigen, dass sie halt bei den Reisen immer auf Urlaub angewiesen sind. Und da ist es so, dass man bei den Reisen, die wir halt eben machen, im Sommer halt kaum was hat an Sport. Plus in den Ferienzeiten ist es halt meistens auch noch teurer. Aber wenn wir halt eben Leute dabei haben, die schulpflichtige Kinder haben oder Leute dabei haben, die halt eben selber Lehrer oder irgendwo so in dem Bereich arbeiten, dann können die halt eben nur in den Ferien Urlaub machen. Und deswegen will ich dann tatsächlich im nächsten Jahr im Sommer auch eine Reise anbieten, die sich dann halt eben schwerpunktmäßig gar nicht so auf Sport fokussiert. Ich habe schon geguckt, dass halt auch Sport dabei ist, auf jeden Fall. Aber wo es halt eher darum geht, die Ostküste der USA zu erleben, wo man halt eben nicht nur eine Stadt, nicht nur zwei Städte, nicht nur drei Städte, sondern gleich vier Städte an der Ostküste. Und das wird dann halt eben Boston, New York, Philadelphia und Washington sein. In jeder Stadt mindestens ein Baseballspiel, was man dann halt einfach so mitnehmen kann als Erfahrung, mal so einen Ballpark zu sehen, ist auch super interessant. In New York haben wir die Yankees, die Mets, wir haben Minor League Baseball in Coney Island, richtig geiler Ballpark, kleiner Ballpark, wo man für wenig Geld halt einfach so eine Experience mitnehmen kann. Und das wollen wir dann halt auf jeden Fall ebenfalls mit anbieten für diejenigen, die dann halt auf Ferien angewiesen sind. Und vor allem, dass wir dann halt sagen, auch mal außerhalb von diesen kalten Jahreszeiten in die USA, gerade halt an die Ostküste, dass man dann halt eben im Sommer so eine kleine Tour macht, wo man dann halt sagt, okay, da geht es jetzt schwerpunktmäßig jetzt nicht unbedingt nur darum, dass es um NBA und NFL und so geht, sondern da geht es halt eher darum, Städte kennenlernen, mit Leuten unterwegs sein, Shopping, Essen und ja, garniert von Baseball. Und das will ich auf jeden Fall machen. Zeitlich ist jetzt angedacht, so zwischen dem 26.07. und 8.08. das zu machen. Preislich müssen wir da tatsächlich noch gucken. Das ist tatsächlich jetzt erstmal so die erste Idee. Aber in dem Zeitraum überschneiden sich die meisten Sommerferien in ganz Deutschland. Und in dem Zeitraum ist es möglich, in Boston ein Spiel zu sehen gegen die Dodgers. In New York Yankees gegen Rays, Mets gegen Giants, Cyclones gegen Blue Claws. Dann in Philly gegen die Orioles ein Baseballspiel mitzunehmen. Und in Washington ein Baseballspiel gegen die A's mitzunehmen. Und das ist halt richtig, richtig nice für diejenigen, die dann das mitnehmen wollen. Die Baseballspiele kosten halt wirklich sehr, sehr wenig. Und das ist halt auf jeden Fall eine Erfahrung, die man da so auf jeden Fall so nebenbei mitnehmen kann. Falls noch Fußball oder irgendein anderer Sport möglich ist, dann werden wir das natürlich auch ermöglichen. Aber jetzt erstmal ist es so, dass wir da gucken, dass wir im Sommer eben auch mal eine Reise an den Start kriegen und die dann halt eben nicht nur mit einer Stadt, wo man dann halt einfach, wie gesagt, viele Basketballspiele hintereinander, so wie jetzt in LA oder New York dann hat, sondern mehrere Städte, das Sightseeing-Ding in jeder Stadt irgendwie 2 bis 4 Tage dann unterwegs ist, um die zu erkunden, und dass man dann halt eben zurückkommt und sagt, ey, ich habe die wichtigsten Großstädte an der Ostküste gesehen und habe da jetzt einen super Eindruck von bekommen, wie das da so abläuft. Aber da wird es, wie gesagt, in den nächsten Wochen erstmal Updates geben. Jetzt geht es erstmal darum, LA voll zu machen. Da fehlt uns jetzt noch ein Platz. Dann geht Miami und Orlando in den Verkauf. Da haben wir 12 Plätze. Das macht Julius. Danach kommt Chicago, das, was ich euch jetzt hier angekündigt habe. Vermutlich dann halt eben in einer Woche etwa, wenn wir das halt alles hinbekommen, bis dahin die ganzen Verträge zu unterzeichnen, Hotels und Transfers und alles fix zu machen. Und dann, ja, WrestleMania kommt, keine Ahnung wann. Die WrestleMania-Tickets in den letzten Jahren sind zwischen August und Oktober rausgekommen. Das heißt, irgendwann dann, wenn es dann da ist, werden wir dann auch die Reise verkünden. Und ja, die Sommerreise.
Da werden wir halt schauen, wenn Chicago durch ist, also wenn Chicago soweit erledigt ist, dann werden wir uns dann halt auch um eine Sommerreise kümmern, dass wir dann halt auch wirklich so früh wie möglich einerseits buchen können, weil das jetzt ähnlich wie das bei der New York-Reise im Winter ist, je früher du dann halt eben dran bist, desto mehr Auswahl hast du, desto günstiger kannst du es halt auch anbieten. Plus für euch natürlich der Vorteil, ihr könnt dann halt auch länger dann halt eben dafür sparen oder dann halt auch eben euch Urlaub besorgen und so weiter und sofort. Also das soweit zu den Reisen. Wie gesagt, ich werde alle Reisen wieder mit der Kamera begleiten und werde da einiges dann dazu posten. Ansonsten hier, wenn ihr im Shop vorbeikommen wollt, dann könnt ihr das ebenfalls gerne machen. Wenn ihr irgendwas bei hawkvintage.de gesehen habt, irgendein Jersey oder eine von den Trikotvitrinen, die sind jetzt auch im Shop erhältlich. Wenn ihr da was haben wollt, dann könnt ihr auch das an den, im Shop direkt abholen. Mit mir dann halt eben einen Termin ausmachen, wann ihr vorbeikommen wollt. Und dann könnt ihr hier vorbeikommen, ein bisschen schnacken und so. Und euch hier ein paar Sachen vielleicht auch mal live angucken, vielleicht auch was anprobieren und so. Das ist auf jeden Fall möglich, da könnt ihr mich auf jeden Fall anschreiben. Und wenn ich dann hier wirklich fertig bin, dann wird es dann halt auch irgendwas in Richtung Events geben oder so, dass man dann halt auch gemeinsam was macht. Aber das steht dann halt noch in der Zukunft und da werde ich hier nochmal ein eigenes Video zu machen, wo ich euch dann halt einmal den Shop einmal präsentiere und dann halt auch erzähle, wie das dann tatsächlich so abläuft. Das ist momentan halt so ein bisschen im Hintergrund, weil eben das Tagesgeschäft eben im Vordergrund steht und dann jetzt eben aktuell halt auch die Reisen und deswegen ja, werden wir das dann halt machen, wenn die Zeit dafür da ist. Ja, ansonsten, wenn die Zeit da ist, streame ich auch ein bisschen Madden und College Football, also schaut auf Twitch vorbei, das ist auch sehr, sehr unregelmäßig. Der Podcast erscheint auch hier und da. Also findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung, die ganzen Links und so und auf Instagram teile ich das Ganze eh. Deswegen, ja, hoffe ich, dass da jetzt ein bisschen was für euch mit dabei war. Falls es Fragen gibt, dann schreibt sie mir gerne entweder hier oder privat per Instagram oder E-Mail oder sonst was. Und ich hoffe, dass wir uns dann halt bei einem der Reisen dann halt sehen oder dass ihr mich hier im Shop auch gerne besuchen kommt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, noch einen schönen Restsommer. Und ich hoffe, wir hören voneinander und am besten, man sieht sich dann halt auch, ne? Das war's von mir. Haut rein und ciao.